Kid-Dings. Töre. Benjamin. Ich war ja eher so ein Baby Blocksberg-Typ. Ja. Gab es da nicht auch mal ein Crossover von den beiden? Ich glaube, bestimmt gab es das, ja. So ein Fight-Crossover? So, du hast mich beleidigt. Ein verrückter Tag im Zoo. Okay. Oh, die Musik ist schon mal fantastisch. Guck mal, wir müssen hier Zuckerstücke müssen wir sammeln. Ah, okay. Zuckerstückchen. Mmh. Oh, Torto! Und ach, oh, du darfst dich vom Vogel getroffen. Du darfst dich vom Buchvogel. Elefanten sind bekannt dafür, dass sie halt echt... Ja. Ihr natürlicher Feind ist der Vogel. Genau, das ist nämlich ein allgemeiner Irrtum, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben. Die haben nicht viel mehr Angst vor Büchern. Vom Spatzen. Mhm. Das ist auch das längste Wohnzimmer der Welt. Ja. Der ist nämlich ein reicher Elefant. Das ist auch mal doof, wenn du halt, du hast Gäste und dann bringen die ihren Elefanten mit, der dann erstmal die Plattform in deiner Wohnung... Daher kommt der Elefant im Raum. Ja, der Elefant nicht in der Porzellanladen, sondern in der Wohnstube. In der riesen Wohnstube. Und da ist das Bett. Und die zweite Kuckucksuche. Ja. Er hat Geschmack. Aber wie Otto sich freut. Ach, hier ist das Klo, okay. Ah, nee, die Küche. Oh, vorsichtig. Vorsicht, die Teller sind... Ich glaube, hier ist ein Poltergeist in der Wohnung. Benjamin Blümchen und der Poltergeist. Eine lustige Geschichte für Kinder... Komm ich da hoch? Für Kinder, die nicht artig waren. Nee, du bist nicht Bullwinkel. Du bist nicht Bullwinkel. Ich muss überlegen, ein Elefant, der von... Der auf Tisch... Der auf dem... Oh, ich habe erwischt den... Aber Benjamin, komm doch mal von der Spüle runter. Machst doch alles kaputt. Es gab mal auch so einen alten Kalkofe-Sketch irgendwie auf CD, wo irgendwie Benjamin Blümchen auf Hessisch oder sowas. Ja? Aber Benjamin, darfst doch nicht die Atomrakete zünden. Das hat die alte Zünde. Hier irgendwie, der Schrank ist im Weg, da soll keiner hin. Okay, der Schrank, der eindeutig genauso im Hintergrund steht wie alles andere, ist jetzt im Vordergrund. Ja, ist jetzt im Vordergrund. Ich finde auch gut, wie er da steht. Das ist richtig wie so ein Model irgendwie. Ja, daneben seinem Foto, genau. Ja. Er ist fotogen jetzt, hier. Sind wir jetzt eigentlich hier im Haus von dem Zoodirektor? Wie ist der nochmal? Herr Tierlieb? Nee, oder? Der, oh, ich hab vergessen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, wahrscheinlich der Finalbus ist ja eh Carla Kolumna. Ja. Das ist halt quasi, eine mutierte Carla Kolumna. Dass sie quasi aufhören soll, da für Axel Springer zu arbeiten. Ja. Was ist denn hier? Das ist halt voll Chaos. Sie ist aber ein bisschen runtergekommen. Ja. Das hier die große Lagerhalle, das Lager aus dem riesen Anwesen. Das Elefantenhaus. Da sind die ganzen Opfer von Benjamin hinten schon alle. Die zertrampelten Opfer. Die zertrampelten Zoopfleger. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber mir fällt nichts ein zu dem Spiel. Bis jetzt passiert auch noch nicht so viel, weil das Ding ist, die Gegner geben jetzt auch nicht so viel her. Ja. Du wirst irgendeinen tollen Witz über die Gegner machen, aber irgendwie sind das immer nur kugelnde. Einfach nur Kreise. Und Kreise, die hin und her jodeln. Das könnte auch, weißt du, da haben sie die ganzen Objekte im Hintergrund, dann könnte nicht mal ein Eimer sein. Und die Eishöhle natürlich. Okay. Also, wo die jetzt herkommt, ist der Kühlschrank hier, weißt du? Benjamin Blümchen ist Multimilliardär, Medienmogul. Vielleicht findest du jetzt hier irgendwie die Eisenstiefel oder sowas. Oh, ich darf nicht. Oh, du musst. Okay. Zum Glück habe ich den Move hier drauf. Zum Glück kann Benjamin sich bücken, wenn es drauf ankommt. Ah, scheiße. Ach, Mensch. Verdammt. Der kann auch gar nicht gut springen, was natürlich klar ist, er ist ein Elefant. Aber warum sammle ich hier eigentlich immer Zuckerstücke? Ich glaube, ist das ein Lebensenergie, weil du verlierst auch welche, wenn du getroffen wirst. Stimmt, ja. Okay, ich dachte, das ist irgendwie so ein spezielles... Ist auch wirklich schwierig zu sehen, was dir schadet und was nicht. Das ist jedenfalls Benjamin Blümchen im Rammsteinland mit Bück dich. Oh. Und jetzt. Oh nein! Pink, du bist im Pinguinhaus. Achso, du bist stimmt, du bist ja im Zoo. Achso, ja gut. Zoos haben immer Eisberge und Riesen-Eisberge. Ich meine, welcher Zoo lässt nicht seine Pinguine frei im Meer herumschwimmen? Oh nein! Versegnete Plattform. Bin ich tot? Und wir doch rausgeguckt. Mann. Oh, Otto! Klein Slowdown. Ich bin so langsam. Ich muss hier wahrscheinlich ganz langsam. Yes! Oh.
Nein! Oh, das ist tricky jetzt hier. Die Pinguine, die sind ja wahrscheinlich... Die Pinguine versenken immer die Plattform. Weißt du, Eisbären und Pinguine? Ja, welche Eisbären? Die sind immer... Nein, nein! Oh. Also hätte ich das Spiel damals im Regal gesehen, dann wäre ich wahrscheinlich vorbeigelaufen. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich finde, wir sollten echt mal irgendwann noch das Sendung mit der Maus-Spiel spielen. Das gab es ja auch für Game Boy Color. Ich glaube, Baby Boxback-Spiel gab es doch, glaube ich, auch. Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, es gab halt in der Club Nintendo einmal das Maus-Spiel drin. Und da geht es irgendwie darum, dass du die blöde Ente finden musst. Ich fand, die Ente war immer der blödeste Charakter bei der Maus. Ich meine, die Maus war cool und der Elefant, der kleine blaue, aber... Aber ja, du scheinst auch unendlich Leben zu haben. Also, ja. Ich glaube, wir können ja hier noch morgen noch sitzen. Was wir nicht tun werden. Nein, ja. Lass uns vielleicht mal das Spiel wechseln. Ja, würde ich auch sagen. Mathilda. Ein grünes Eichhörnchen, Pyramide-Augen. Das grüne Eichhörnchen Mathilda. Ja, wer kennt es nicht? Jetzt spielen wir was Obskures aus dem Hause Japan. Ganz im Gegensatz zu dem ganzen anderen Kram, den wir so spielen. Ja, das ist das Obskure. Ja. Ach, hier, das ist doch das eine, hier ist Yu-Gi-Oh! Hier, der eine Typ, der so Augen an den Himmel beschworen hat. Warte, dieser Marek, hieß er, glaube ich, war dieser. Der, keine Ahnung. Screaming. Marek macht meinen Döner, ich glaube, es ist Bakura. Marek Döner. Screaming Mad George. Ist das der Held oder? Das ist der Anti-Held. Oh. Paranoia Escape. Mhm, mhm. So, müssen wir erstmal einstellen, damit wir nicht gleich hier tot sind. In dem Spiel kann man sterben. Das ist ja. Easy und machen wir unendlich Bälle. Unendlich Bälle? Ja, glaub mir, man stirbt schnell. Deswegen. Und das ist jetzt quasi dämonisches Völkerball? Oder? Das ist Pinball, aber mit obskures... Oh, na, dann bin ich aber gespannt. Pinball mag ich ja eigentlich ganz gerne. Hier oben, was man... Ah nennt. Ja, das sind die Flipper. Ja. Mhm. Japanisch, mhm. Intro, Exposition. Symptom. Auf die Pizza. Das ist mal eine Pizza. Ja, allerdings ist schon stark belebt. Leckere. Ist das Ladebildschirm oder musst du das drücken? Achso, stimmt. Let the bodies hit the floor. Let the bodies. Oh Gott! Was ist dein erster Gedanke? Ich dachte, dass ich jetzt erstmal als Pinball gar nicht so schnell erkannt. Obwohl ich jetzt die Flipper sehe. Dann, wem gehören die ganzen Münder da unten? Wer ist der Mann auf dem Gesicht? Tja, das sind Fragen. Auf jeden Fall kann man hier erstmal Punkte sammeln. Immer wenn man denkt Japan, dann denkt man noch nicht weit genug. Ja, sieht schon spaßig aus, du. Also vor allem, dass dir die Gesichter schaden. Warum bist du dem Rentner dem eigentlich hinterher, dem großen Ball? Du musst den irgendwie nach vorne und dann musst du genug Punkte sammeln. Also ich habe das noch nicht so ganz hundertprozentig kapiert. Auf jeden Fall machst du erstmal die Gesichter fertig und dann irgendwann geht's dann weiter ins nächste Level. Ich mag den Soundtrack. So machen Gesichter, wenn man, wahrscheinlich ist, sind wir hier im Körper, weißt du, es war einmal das Leben. Ach so. Auf Japanisch ist das hier. Wir sind irgendwie ein okkultes Blutkörperchen. Das okkulte Blutkörperchen. Und müssen eine Nervensynapse Richtung Nase. Meine Nase ist ja schon hier. Ja. Aber immerhin, der Typ hier mit diesen Nasen, die haben zumindest alle keine Probleme mit Nasenhaaren. Genau. Und keine Popels. Man sieht keine Popels hier. Weiß auch nicht, ab wann man jetzt... Oh, guck mal, die atmen auch hier. Also vielleicht schaffen wir es ja irgendwie zum Boss, weil der Boss sah auch ganz interessant aus. Vielleicht kommen wir hier auch schon... Komme ich schon ins nächste Level? Ja. Und du hast noch 99 Gehirne. Ja. Okay. Aha. Schon wieder Exposition. Und jetzt, okay.
Pizza und das andere Quadrigel. Also eben war es noch Symptome, jetzt sind wir schon bei Experiment. Okay. Stage 1. Let the bodies hit the floor. Die und die Körper da so, ja, wir sind doch schon. Wir sind doch schon am Floor gehittet. Wir hitten doch schon. Wir haben den Floor so hart gehittet, dass wir jetzt in Pizza sind. Also, ja. Jetzt sind wir. Wow, wow, da drüben die crazy, lustigen Monster da, die unter Seite reingucken. Geh aus dem Weg, du Ding. Du, ja. was immer das ist. Ah ja, Spinnendrohnen. Violette Spinnendrohnen. Ich glaube, das muss ich fertig machen, sonst komme ich nicht weiter. Jetzt kannst du, glaube ich, durch. Jetzt ist es oben. Ah, okay. Guck mal, die Blutspritzen, die. Ich will nicht, ehrlich gesagt nicht so, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so. Haben sie irgendeinem gesagt, der nicht wirklich viel Inspiration hatte, machen wir irgendwas Body-Horroriges. Genau, irgendwas Blätter und Münder und so. Ja, dann eben, er sagt, Body-Horror ist irgendwas, ja, irgendwo Münder und Augen und so, die müssen irgendwo so rumhängen und dann, ja, und was bringt das dann? Keine Ahnung. Es ist einfach halt so, cool so. Leute mögen das. Irgendwann kommt das Internet, da kommt YouTube, dann finden das bestimmt ein paar ulkige Typen raus. Die dann und irgendwie, die dann so lustige, die lustig rumschreien dann da. Ach, die roten Spritzen kommen da aus dem violetten Dings raus. Die mit dem Blut gefüllt. Man baut einen Wald aus Spritzen. Einen Wald aus Blutspritzen. Das drängt dich aber immer weiter zurück. Jetzt ist es weg. Das finde ich sehr. Oh nein, zum Glück habe ich 99 Balls, Gehirne. Und da sind Volleybälle. Mila Superstar. Ja, ist hier auch. Also für Mila Superstar fand ich aber immer gruseliger als sowas hier. Hier wird zumindest kein minderjähriges Mädchen in der Turnhalle angekettet und, ja, und blutig, Schmetterbellen. Blutig geprügelt. Ja. Schmetterbälle, bis sie weint. Ja. Doing. Mila ist 12 Jahre alt und lebt im fernen Japan. Cooler Augen, Pferdeschwanz, den Kopf voll Fantasie. Früher war sie krank und blass. Also, wo ich die Serie nie geguckt habe, kenne ich irgendwie das Intro. Das Intro kennt so aber wirklich jeder. Catchy. Also, ja. Vor allem ist auch gelogen. Mila kann lachen. Ich glaube, die lacht kein einziges Mal. Ja. Die kann eigentlich nur zu weinen. Stahl, die kann nur Stahl heulen und bluten kann die. Mila kann leiden. Wie die Sonne über... Wie gefangen in Guantanamo. Kanamo. Irgendwann ist sie ein Blutie Star. Oh, ich bin tot, oder? Willst du mal? Nein.